Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hallöchen! Zurück hier auf meinem Kanal. Ihr Lieben, da seid ihr ja wieder, ich auch, zum Lidschattenpalettentest. Yes! Ich hole meine Limited Edition hier raus. Habe ich mein Licht an? Ja. Ja, die haben wir gestern geswatcht, ne? Die Mickey Essence, nein, langsam, ganz langsam. Die aktuelle Limited Edition hier von Essence. Die Disney Mickey and Friends. Ich habe ja die mit Mickey und Minnie Maus in grün mir mitgenommen. Die sieht nochmal so von innen aus. Und ich würde sagen, wir testen die jetzt mal hier auf Herz und Nieren. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich gesehen, dass... Oh, ist da eine Settingfarbe drin? Ja, da war ja eine Settingfarbe hier oben, genau. Das hätten wir jetzt erstmal. Dass die blaue ja total... Let's Roaring heißt die übrigens, nein. Die blaue total, ja, nix war. Die war nix. Die war nix. Ich habe es gesehen bei Like a Daisy in Spring bei der lieben Sarah Isabelle. Entschuldigung, ich finde sie so süß. Die ist so Zucker. Die ist so Zucker. Ja, und ich liebe ja ihre Augen. Ne? Die hat Wahnsinnsaugen. Besonders die Augenfarbe. Also diese Farbe nicht unten drunter geben, die ist ein bisschen angehaucht, würde ich sagen, dunkel. Ja, die war nix, die blaue Palette. Ich finde das sehr schade. Da wird dann so ein Bohai drum gemacht und dann, ja, passiert da nicht viel mit. Übrigens, Moment, ich habe nämlich die falsche Mascara ausgesucht. Aha. Ja. Du kommst weg. Ich habe ja die große Satellimit. Ich brauche hier eigentlich mal so einen Drehstuhl, ne? Ich glaube, ich muss mir den mal von Monique nehmen drüben. Die braucht den hier nicht. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Da wird so ein Brei drum gemacht und dann fällt das irgendwie so ins Wasser. Ja, es ist schade, ne? Ja, die kostet ja auch alles Geld. Deswegen habe ich mir aus dieser Limited Edition nur diese Palette mitgenommen und die Mascara und von Catrice gar nicht. Tja, so ist das. Das soll ich alles haben im Leben, ne? Aber ja, mal gucken. Vielleicht kann man ja immer noch so das ein oder andere ergattern. Bei uns ist es jetzt nicht so, dass die Stände immer so leer gefegt sind. Das heißt, sowas wird auch mal runtergesetzt. Dann kannst du es günstiger kaufen. War auf jeden Fall froh, ist mir auch so. Also ich habe gesehen, hier bei unserem Stand beim DM, der hat noch genug. Oh. Warten, ne? Kommt ja immer wieder was Neues. Immer wieder neue LEs. Bevor ich ja YouTube gemacht habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ja gut, da habe ich dann auch nicht drauf geachtet, ne? Dass wirklich so viel auf den Markt geschwemmt wird, ist schon irre. So, ich habe abgeklebt. Wir schauen jetzt, was diese grüne Palette kann und ob die Banne bleiben wird. Ich werde jetzt erstmal hier meinen Pinsel nochmal ein bisschen säubern. Der ist ein bisschen ausgefranst hier. Und dann werden wir mal loslegen. Wir legen los. Und wir legen los mit Peace. Das ist ein schönes Grün hier. Dort werden wir jetzt einmal als erstes nehmen. Da ist übrigens ein Blatt drin. Ein Blatt. So. Das ist die erste Farbe, die aufs Auge kommt, in die Lidfalte, oder? Aber dreckig. Das ist schon mal dreckiges Grün. Okay. Ja. Lässt sich aber schon mal gut auftragen. Okay, das passt aber irgendwie zu meinem Pulli, ne? Also Pulli-T-Shirt, ein T-Shirt-Pulli. Wie auch immer. Aber finde ich jetzt schon mal nicht schlecht. Wir fangen mit Peace, also wir fangen mit Frieden an. Ja. Und dann schauen wir mal, was so da am Ende bei rumkommt. Aber die Farbe finde ich sehr schön auf dem Auge. Lässt sich gut verblenden. Schon mal top. Na guck, geht doch. Also auf jeden Fall schon mal die erste Farbe, ne? Die erste matte Farbe steht schon mal hier. Das ist doch schon mal etwas.
Also die kosten ja 9,99 oder 9,95, ne? Und die von Catrice 12 oder so? Was waren die 12,95 auch? Ich finde das auch. Müssen ja alle ihr Geld machen, ne? Aber auch saftige Preise für eine Drogeriemarke, was ja Essence und Catrice nun mal auch ist, finde ich das schon auch nicht ganz günstig, ne? So, guck mal. Lässt sich gut auftragen, gut verblenden. Ich finde die erste Farbe jetzt wirklich sehr, sehr gut auf dem Auge. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die etwas dunklere Farbe, weiß ich nicht. Entweder habe ich hier oben jetzt eine, aber die nehmen sich, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, ich nehme hier Explore. Das ist so ein, ja, ein Schwarz. Wir nehmen das jetzt einfach mal und gucken, ja, wie es funktioniert, was am Ende bei rauskommt, ne? Ach, guck mal. Oder? Nee, das ist ein ganz dunkles Schokobraun. Oder doch ein Schwarz? Ich glaube, im Farbenblind. Aber, ja, ich war auch wirklich erstmal bei dem. Nimmst du die blaue Palette oder nimmst du die grüne Palette? Ich habe vorher auch noch kein Video oder keine Ahnung was dazu gesehen und habe mich dann spontan für die grüne entschieden. Und ich glaube, das war gar nicht mal so eine dumme Idee. Ab und an, ne? Blinde tun und so, wisst ihr auch Bescheid, ne? Ja. Die Farbe funktioniert doch sehr gut auf dem Auge und ich möchte ja gleich hier dieses Grün mir dann doch drauf geben. Das ist einfach schön, ne? Mal gucken. Aber ich kann jetzt nicht meckern. Man kann es gut verblenden. Ich habe hier ein bisschen Fallout. Ja. Müssen wir auch trotz Abklopfens. Aber ist noch völlig im Rahmen, was ich toleriere. Bis jetzt mag ich es. Ich glaube, ich nehme das Grün. Das ist kein Schimmergrün, ne? Aber wir haben auch ein bisschen gekrisselt in der Palette. So ist das nicht. Das ist jetzt hier so ein. Aber ich möchte mir das erstmal aufs Auge geben hier. Weil ich die Farbe geil finde. Und ich möchte, ich habe hier nämlich noch so ein geiles Grün, dieses Evergreen, diesen Topper. Boah, den gebe ich mir gleich noch mit da drauf, Leute. Oh mein Gott, das wird geil. Ich glaube schon. Also, Road Trip. Road Trip kommt hier jetzt aufs Auge. Das ist so ein, boah. Guckt euch dieses Grün an. Es ist schön. Wow, Neongrün, hast du nicht gesehen und tralala. Oh, wow. Ich mag das. Das mag ich. Ich habe sowieso unheimlich gerne Grün und Blau. Obwohl ich eigentlich alle Farben liebe. Aber das ist so mein Favorite. Mein Favorite. Das können wir mal machen. Lolo. Foundation Pinsel. Ja, lässt sich gut wegmachen. Alles klärchen. Ja. Ich habe überall hier Klebereste. Und diese Farbe kannst du aber auch sehr gut mit dem Pinsel auftragen. Ne? Und da geben wir uns gleich dieses Schimmergrün drüber. Das möchte ich einfach noch. Na. Ach ja, schön. Ich merke das immer, wie gut mir hier mein Kanal tut und das, was ich tue. Egal. Wenn ich so ein paar Tage mal nicht gedreht habe, vermisse ich das total. Und habe da richtig Bock drauf. Und das macht mir einfach so Spaß. Und ich habe mir das alles hier so selbst beigebracht, ne? Oder auch so ein bisschen abgeguckt, als ich noch keinen YouTube-Kanal hatte. So, und wir nehmen jetzt hier wirklich Evergreen. Evergreen muss einfach aufs Auge. Das gebe ich mir auch noch hier schön. Oh, I love it. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So als Topper, ne? Kannst natürlich auch so nackig geben. Also, da brauchst du kein Grün drunter geben. Aber,
ich glaube, die Idee war jetzt gar nicht mal so unübel. Das ist schon eine geile Farbe und verträgt sich unheimlich grün. Unheimlich grün, den Grün. Unheimlich gut mit diesem Grün. Das ist, mag ich. So, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen von dem Dunkel. Das hatte ich mir nämlich wieder hier weggenommen. Na? Ich kann da jetzt nicht meckern. Bei der grünen Palette. Kann ich nicht meckern. Das ist doch schön, oder? Es ist doch schön, wenn ein Palettchen funktioniert. Ich finde das sehr traurig, wenn man halt... Leute, auch 10 Euro ist viel Geld. Das wissen wir alle. Und wenn dann was nicht funktioniert, ist 10 Euro zum Herrn aus dem Fenster geschmissen. Das ist nicht schön. Ne? Wir haben alle nicht zu viel Kohle, sodass wir ja, dann denken, ach ja, komm, ist egal. Ne? Nee, ist nicht egal. Das ist einfach nicht egal. Wenn man Geld dafür ausgibt, will man auch, dass es funktioniert. Ist ja genauso, wenn man sich ein Handy kauft oder einen Fernseher oder was weiß ich nicht. Ist ja auch, dass es funktioniert, ne? Ach, guck mal. Und ich finde, das funktioniert. Und es ist schön. Und wir legen grün gleich nochmal nach, wenn ich die Mascara drauf habe. So. Das Wort zum Sonntag. Jetzt sitzen wir hier unten. Das hat auch so einen kleinen Grünstich drin, dieses Dunkle, ne? Ich gebe mir das nämlich jetzt ganz hier aufs untere Augenlid. Und dann gehen wir gleich noch einen Schimmer darüber. Gucken wir welchen. Oben den nehmen wir jetzt nicht. Den haben wir ja schon. Aber wir haben ja noch so ein paar andere hier drin in der Palette. Ja. Aber es ist doch schön, nämlich die Palette wird definitiv bei mir bleiben. Oh ja, das wird sie, das wird sie. So, mal gucken. Die haben auch noch so eine schöne Grünfarbe, ne? Hier oben auch. Ich glaube, in den Pine Vibes, da gehe ich jetzt mal so ein bisschen großzügig rein. Und da setze ich mir hier noch so ein bisschen drüber. Gar nicht so viel. Nur mal einmal so, zweimal so drüber gehen und gut ist. Und dann verblende ich das ja noch so ein bisschen. Ja. Ich kann nicht meckern bei der Palette. Absolut nicht. So. Mal gucken, ob ich gleich meckern kann hier. Ne? Und es hat schnell funktioniert. 13 Minuten. Hallo. Lass einen Look da stehen. Gefällt mir total gut. Total gut. Warte mal. Warte mal. Wir müssen hier noch ein bisschen nachhelfen. Man soll ja die Farbe auch sehen, ne? Genau. So. Und jetzt nehmen wir... Also, top. Habt ihr die Palette? Habt ihr Glück gehabt? Die grüne taucht total gut. So, und jetzt habe ich ja passend die Mascara dazu. Die Essence The False Lashes Mascara, ja, ist halt immer halt nur neu aufgelegt. Gerade zum Thema, ne? Disney Mickey & Friends Extreme Volume & Curl. Ich habe extra geguckt, ist sie wasserfest? Nein. Die hat ein Kunsthaarbürstchen, ist so leicht, ja, weiß ich auch, halbmondförmig. Ist ja auch blöd gesagt, ne? So weiß ich nicht. Sieht bananaförmig. Die gebe ich mir jetzt mal auf. Mal schauen, wie die so ist. Nein, die gebe ich mir noch nicht auf. Wir sind ja beim Highlighter. Ich vergesse das. Meine Güte. Ich habe mir den mal wieder hier rausgezogen von Catrice. Ich fand den ja geil. Alleine schon von der Verpackung. Und das war ja die Limited Edition Pearl Glaze Highlighter Winter Wonder Pearls. War einfach auch mal was ganz anderes, ne? Finde ich cool. Finde ich einfach cool. Ich habe so viele kleine Pinsel hier drin. Und komme da gar nicht dran. So, und da gehst du einfach so großzügig rein und dann setzen wir uns den hier mal in den Inner Corner.
Seid ihr was so von Flüssig-Highlighter, ne? Der ist natürlich etwas kräftiger. Passt aber sehr gut, finde ich, jetzt hier zum Look. So, da kann man jetzt echt nicht hier großartig meckern. Und den Rest einfach unter die Augenbraue geben. So, guck mal. Hast du doch einen schönen Inner Corner. So, da das ja etwas, obwohl, komm, wir nehmen den. Einfach einen fluffigen, einfach hier reingehen, zack. Na? Den siehst du auch. Muss aber vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber es reicht auch schon. Ne? Man braucht da nicht so einen Balken im Gesicht haben. Ich finde ihn schön. Jetzt hätte ich mir nicht gekauft. Ich bin ja ein Opfer bei Highlighter und Lidschattenpaletten. Ne? So, bisschen Lippenherz. Und jetzt kommen wir zur Mascara. Ist einfach schön. Ich gebe sie mir auf, dann bin ich gleich wieder da. Dann schauen wir doch mal, wie die so funzt. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Lippi, der gleich kommt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Mascara ging sehr schnell. Also die hast du echt top aufs Auge bekommen. Super klasse, teilt die Wimpern, macht schönen Schwung. Ich kann mich doch nicht beschweren. Sehr, sehr schön. Ja, und sehr, sehr schön. Weiß ich nicht, ob der... Ich weiß es nicht. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Stain. Stain ist immer von The Balm. Stainiac, ein Lippentint. Den du ganz schwer wieder von der Lippe wegkriegst. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht ausprobiert. Ich habe den immer wieder reingetan, weil ich den rausgezogen habe. Aber wir müssen da jetzt mal durch, ne? Okay. Das hat nicht so funktioniert. Hä? Ja, ist ja schön. Aber wenn man den nicht sieht, ist auch blöd, ne? Hä? Oh, der ist aber auch nur ganz zart da. Ich habe gedacht, der knallt dir jetzt hier richtig weg. Nein. Was ist das? Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Wie viele Schichten willst du denn davon auftragen, dass man den sieht? Ja, du kannst aber dann auch mal weitergehen, ne? Ich brauche aber dann auch nicht. Finde ich aber irgendwie... Ich bin jetzt mal ein bisschen tiefer reingegangen. Ich finde, das macht es jetzt auch nicht besser. Ich hab da... Ist er weg, oder? Guckt euch das mal an. Jo. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Werde ich ausmustern. Der geht auch nicht in irgendwie... gebrauchten Lippenstifte gehe ich ja eh nicht weiter. Nee, finde ich doof. Entschuldigung, finde ich doof. Nee. Also ich habe echt gedacht, dass der knallt hier so richtig einen raus. Fühlt sich auch irgendwie komisch an auf den Lippen. So, als ob der die Lippen taub macht. Ich finde, nee, finde ich überhaupt nicht schön. Da können wir jetzt dran bleiben, wie wir wollen. Komm, ey, was ist das? Nee. Ja, jetzt hast du so ein bisschen eingefärbt, ne? Mehr hast du aber auch nicht. Ja, das finde ich jetzt eher semi-gut. Moment mal. So, ich habe jetzt einen anderen Lippi geholt und ich habe irgendwie das Gefühl von tauben Lippen. Oh, nee. Also ich weiß, den hatten wir mal in irgendeiner Box, ne?
Wenn ihr den in der Box habt, bitte sagt mir doch mal was dazu. Oder hattet. Und ihr den schon gebraucht habt, weil... Ich habe hier noch einen von Essence in der Farbe Semishine 102 True Me. Das ist einer von diesen weißen hier. Den gebe ich mir jetzt auf. Und ja. Ja, das fühlt sich jetzt ganz seltsam an auf den Lippen. Das ist nicht schön. Ganz komisches Gefühl. Boah. So. Zack. No. No, no, no. Aber der Augenlook. Yes, yes, yes. Also ich kann nicht meckern. Ich komme noch mal was nah. Wegen diesem schönen Grün, das müsst ihr sehen. Boah, das fühlt sich echt komisch an auf den Lippen. So sieht's aus. Also, nee. Gruselig, würde ich sagen. Gruselig. So sieht der Look dann von Weitem aus. Und ja, ein schöner grüner Look ist es geworden mit dieser schönen Essence Mickey & Friends Palette. Also, da kannst du echt nicht meckern. Toppi galoppi. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Danke fürs Zusehen. Und hier dieses Ding, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das gefallen oder wie ihr das findet oder ob das bei euch irgendwie anders funktioniert hat. Ich bin gespannt. Und jetzt, arrivederci, goodbye. Ciao.